So. Das hast du ganz alleine gemacht. Ja. Guck mal, und auch wie stabil. Nee, was eine schöne Idee. Hä? Schau mal, was eine schöne Idee, ne? Ach, wie schön, hör mal. Na, hier muss ich jeden Tag zu einem Fest kommen. Ja, schau mal, ein Wicht. Ja, ich bin auch ein Wicht. Verstehst du? Das ist ja schön. Mein erster Wicht im Leben. Ich war immer der böse Wicht. Ach, wie schön. Schöne Idee. Und das ist etwas mit Blätterteig-Krokante, was ich in meinem großen Sortiment zu Hause noch nicht habe. Das ist auch schön. Und das ist wunderbar. Erst Vanillekipferl liebe ich. Verstehst du? Und diese Tasse, das ist, die kommt mir wie gerufen, weil, wie gesagt, ich habe ja gesagt, wir hatten das 6 so hohe, genauso hoch wie die, nur mit einem anderen Motiv. Mhm. Und da haben wir immer Eiskaffee, schön Kaffee und Vanilleeis rein, was schön groß war. Und jetzt habe ich wieder eine, die wird eingeweiht mit einem Eiskaffee. Ganz, guck mal, und wie schön gemacht. Anfang dabei, ich habe das alles ganz selber gemacht. Mein Gott, du bist ja ein Künstler. Schau mal. Guck mal. Guck mal, wie schön. Mein Gott, das sind ja alles, ich habe ja alles aufgehoben. Auch als sie mir zum Geburtstag das mit diesem schwarzen Hemd. Hast du das noch? Ja, selbstverständlich. Das kannst du doch nicht wegschmeißen. Das habe ich der Brigitte gezeigt. Ich habe gesagt, Brigitte, schau dir das an. Wie schön mit dieser goldgelben Krawatte. Das ist wunderschön. Ne? Wenn du mal ein bisschen weiter weg gehst, ja. Nicht so nah. Ja, geht da ist ja meine Trommel so groß. Verstehst du? Die geht auch nicht kleiner. Ja, aber ganz herzlichen Dank euch beiden. Das war nur eine Kleinigkeit, aber... Das ist ja keine Kleinigkeit. Das eine und das Gebastelte, ist ja gar nicht bezahlbar normalerweise, solche Handarbeit. Ist wunderschön. Wunderschön gemacht, da freue ich mich. Jetzt stelle ich es aber erst wieder rein. Das ist, und ich liebe ja Vanillekipferl. Verstehst du? Manchmal haben sie es selber gebacken, ich nicht selber, aber bei mir, meine Nachbarin, die hat das gebacken. Ich hau dir dann einfach jetzt mal da. Oh, ist schon soweit. Alles. Warte mal, ein bisschen enttäuscht die Silla. Ich habe das gleich gesagt, ich stelle das auf den Flur. Dann wird sie sich denken, was, es kommt gar nichts. So, ich trinke erstmal auf euch zum Wohl. Da muss, sie läuft wieder. Ja, selbstverständlich, zum Wohl. Ich bin wieder im Restaurant zur lausigen Mahlzeit. So heißt dieses Restaurant. Das ist in Österreich, in Innsbruck. In der Innsbrucker Allee. Aber Heinz, zeig da bitte nicht deinen Freunden ein neues. Nein. Warum die denn nicht? Die haben sie nicht alle. Alle Welt soll wissen, wie ich hier behandelt werde. Lea, nein. Jetzt. Lea, runter! Na? Hoffentlich schmeckt's. Zum Wohl. Zum Wohl. Was ich sagen wollte. Wieder auch ein Wasser, oder hast du nichts? Nee, im Moment habe ich keinen Durst. Ah, schmeckt doch lecker. Aber ich will auch mit dem Teil hin. Dann hast du es halt nicht verdient, wenn du die Tüte nicht kriegst. Deshalb sind wir ja geschniegelt, ja. Dass du nichts hörst. Na bitte nicht, dann ab wenn sie denn kommen, die denn? Dann braucht er genau, um die Türen zu verteilen. Und zwei, ja, ich habe noch zwei in ein Haus mit dem Siegfried, ne? Habe ich geschellt bei einer anderen Frau, gesagt, ich soll doch mal die Tür öffnen. Oh, ich kann nicht mehr. Jetzt kommt der Klopf auch wieder nach. Aber hör mal, die ist ja nicht dumm. Die weiß genau, das ist ja Taktik. Die knallt jetzt, dass sie denkt, dann kommt was. Ja, also ja. Das ist ja Taktik von dem Hund. Ne? Ja, die ist auch ja. Was raffiniert das Tier? Ich habe schon gesagt, als ich kam, also wo ich eingeladen war, Basti und Manuela, ein schönes Paar und verstehen sich auch gut. Und der hat mich dann mitgenommen mit dem Auto
Weil bis Edeka habe ich gesagt, lass mich bitte hier raus. Mhm. Weil da, die haben das leckeren Blumenkohl, verstehst du? Ja, sehr gerne. Mhm. Und als ich dann zurückgelaufen bin, ist er nicht weit unterm Bahnhof durch. Auf der anderen Seite, ups, kamen die, mein Rabenpaar von dort. Und dann habe ich mit denen am Baum gesprochen und habe gesagt, ich habe keine Nüsse, der Heinz. Und dann kommt eine Frau mit dem Hund, dann sagt sie zu mir, ja, was bitte, was haben Sie mir gesagt? Ich habe gesagt, ich spreche nicht mit Ihnen, ich spreche da oben mit den Raben. Und der ältere Herr, den du auch jetzt letztens gesehen hattest, der unter uns wohnt, der dir die Tür, wo du die Tür aufgehalten hattest, der hat das mal gesehen. Sagt er, ist das nicht herrlich zu mir, ne? Ja. Sagt er, mit diesen Tieren, sagt er, das ist die Natur. Leben, Leben, der ist ja auch so, ne? So richtig. Ja. Mhm. Sagt er, so was Schönes, sagt er, das ist doch schön, oder nicht? Ich sag, ja klar, ist ja das schön. Ja. Und das hat mir gut gefallen, wo ich heute war. Der junge Mann ist ein junger Mann. Der ist nicht Internet. Nein, der ja. Nein. Aus, runter. Der ist nicht Internet fixiert. Mhm. Das ist bei so jungen Leuten ist das ja seltener. Der hat auch so, das Mädchen, jetzt weiß ich gar nicht, wie alt die ist, ob die 12 oder 13 schon ist. 12 wahrscheinlich. Oder 11. Und die Jessica, ja, die hat dann gesagt, Papa, wann darf ich denn in Facebook, sagt sie, ne? Und dann haben die Eltern gesagt, ja, ich weiß nicht, mit 16 oder mit 18 kann man offiziell rein. Aber sagt er, das brauchst du eigentlich gar nicht. Und die Mutter hat natürlich was Richtiges gesagt, die Manuela. Die sagt, da wird so viel Schindluder gerade mit jungen Mädchen getrieben. Das stimmt, ja. Und da hat sie völlig recht, diese Vorsicht gefällt mir, weil ja viele Eltern machen sich ja keine Gedanken darüber, weißt du. Und dann sagte der Basti, wer braucht eigentlich gar kein Internet. Und dann habe ich gesagt, Basti, du hast recht, ich habe auch Internet, und dann hat viele Vorteile, aber du hast recht. Deshalb, man kommuniziert auch nicht mehr so viel. Alle sitzen da vor dem Ding. Ja, ja. Hat mir gut gefallen. Das, diese Haltung hast du ja bei jungen Leuten nicht so oft. Ah, der Heinz, also ehrlich, du bist lauter Überraschungen immer, ehrlich. Ich hab gesagt, schön im Außen. Hast du so eine schöne Tüte? Extra die kleine Tüte gemacht, dachte ich, werde damit selber gucken. Aber ich hab mal ein bisschen geguckt, weil ja die Tüte war Plastik. Naja. Man hat es dir angesehen. Ich denke, dann ist das eine Butterbrotstüte. Ich denke, dann hätte er dir doch lieber die scharfe Schokolade so überreichen können, damit er doch keinen blöden Beutel nicht kennt. Ja, ich bin auch kreativ. Ja. Oh mein Gott, Heinz. Oh, Heinz. Du bist unser Schatz und bleibst da doch immer. Mein Gott, nein. Aber wir freuen uns, dass er wieder hier ist und mit uns ist. Ich mich auch. Ehrlich. Lea auch. Das war ein schöner Abend dort. Na, glaube ich. Der Siegfried sagte schon, der bleibt da. Waren genug da. Da kam ja noch mehr hinterher. Ich habe auch hier vom Reaktor erzählt. Und so. Schatz, ich muss ab und zu mal explodieren. Dann geht nun mal nicht anders. Das ist ja auch nicht. Da haben wir gesagt, jetzt muss ich einen Dämpfer heute kriegen. Ich bin kein schlechter Mensch. Das wissen wir noch nicht, ne? Oh, nee, Heinz, mein Gott. Oh Gott. Die sagen hinterher, die Leute, du kennst ein neues Heinz, lass die Finger davon. Das ist kein Umgang für dich. Ja, dringend gehen sie mit den Haaren. Sag ich dir. Die sagen, aber gleich und gleich, das färbt ab auf dich, Heinz. Oh, der Fabian hat damals schon mal gesagt, wer war das denn? Ja, das war doch. Ja, doch, sag mal, mit welchen Leuten lässt du dich denn ein, hat der Fabian gesagt. Ach du lieber Gott, das ist ja schlimm. Hat er gesagt? Ach du liebe Zeit. Boah, Heinz. Ja, Fabian, das hast du doch gesagt. Ja. Bring den lieber nicht hierher, der kriegt einen Schlag. Ja, ja. Oh mein Gott. Fabian, Claudia, der Lüft, ihres Zeichens Olga, hat ein französisches Bett. Komm her. Da muss man, wenn man ins Bett gehen möchte, eine Stunde vorher Bescheid sagen.
damit die ganzen Figuren abgeräumt werden. Und bis dahin hat der Heinz keine Lust mehr. Dann ist die Lust vergangen. Ja, da ist die Erregung abgeklungen. Ja. Oh Gott, Heinz. Mein Gott. Wie meine alte Freundin, wollte ich sagen, aber war ja keine Freundin. Die Prostituierte Kitty. Ach so, lieber Gott. Heinz. Wo ich erzählt habe, die da auch mich mal, da sollte ich ja mal einen Schrank wegrutschen. Und dann bin ich dahin und da hat die dann auch auf ihrem Bett lauter Puppen gehabt. Aber dann habe ich gesagt, Kitty, wenn du einen Freier hast, muss ich die Puppen alle abräumen. Die kommen doch nicht in mein Bett, hat sie gesagt. Dann hat sie die Tür so zur Seite, waren da lauter Peitschen dahinter. Habe ich schon erzählt, ja, ja. Also, apropos Peitschen, das kennt ihr. Ja, ja. Die Kitty, die weiß. Und die eine, wo du sagtest, die hatte mit dir was ganz anderes vor, war die da? Nee. Ja, sicher war das die. Die war die dann. Die hatte was ganz anderes im Sinn mit ihm. Ja, Schranke gab's, musste nicht gerückt werden. Du lieber Gott. Vielleicht hätte ich sie im Bett rücken müssen. Heinz. Das musst du mal dem Doktor vorspielen, was du jetzt mit uns hier. Peter, ich sag dir, hier fehlst du. Schau mal, ich bin hier auch gesegnet. Schau mal. Ich trinke auf dich, mein lieber Peter. Ich werde dir das zeigen. Guten Tag, Herr Peter. Wir speisen. Lachs Malteser. Das sind die beiden, wo ich dir von erzählt habe, die dich gesehen haben in Action mit den Raben. Am Kaltweg oben, da am Parkplatz. Herr Peter, Lachs Malteser. Peter, sie hat gesagt, das ist die Claudia, sie hat gesagt, da habe ich dir das Video gezeigt. Du wärst ein alter Fresssack, hat sie gesagt. Du hättest den Lachs einfach reingeschoben in den, wie im Schlund und ohne zu beißen hättest du ihn geschluckt, hat sie gesagt. Und mit Malteser hast du ihn hinterhergekippt. Dann zeigst du bestimmt nicht. Doch. Dann war kein Lachs essen, aber Matjes essen. Peter, ich hab dir doch erzählt von der Dame. Also, wir wissen ja, wer diese Dame ist. Olga. Und da darfst du mir das schon glauben. Ne? Ja. Beim Essen, wir haben ja zum Essen eingeladen. Als ich mit so einer kleinen Tüte hier ankam, habe ich schon gesehen, die Falten gingen nach unten. Dann hat sie gesagt, ach Heinz, du bist bestimmt schon satt, hat sie gesagt. Dann machen wir uns einen Kaffee. Ach, denke ich, keine Tüte, kein Essen. Verstehst du? Ach Heinz, du bist doch schwarze Maus. Ne? Ach Schatz. Ich hatte die Tüten nämlich, Peter, im Hausflur deponiert. Und als ich dann die Tüten geholt habe, dann hat sie die Pfanne geschüttelt und gearbeitet. Aber Anfang auch. Gar nicht. Aber Leute, was sollen die Leute alle von uns denken? Ja. Mein Gott, ne. Das ist mir egal, was die denken. Schatz, du musst mich doch nicht so schlecht machen. Ich sag die Wahrheit. Und da weißt du noch nicht alles. Was? Aber du musst mich richtig abfüllen, dann lockert meine Zunge, dann erzähle ich dir alles. Aber dann andere erzählst du nicht, dann hältst du den Mund. Sie verbietet mir den Mund. Zensur. Verwandt mit Angela Merkel. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Ach, Heinz. Habe ich heute eben vorhin noch bei Facebook reingeschrieben. Wenn in einem Großunternehmen von der Position, vom Rang der Position, jemand wäre im Rang, wie es die Merkel als Bundeskanzlerin ist, wenn da jemand in so einer Führungsposition so gegen das Unternehmen und alles entscheiden würde, wie die Merkel das gegen das Volk macht und kritikresistent ist sie ja, das ist meine wahre Überzeugung. Den hätten sie schon zwangseingewiesen. Ja, weißt du, ich habe jetzt ein Interview, das habe ich auch mitgebracht, aufgenommen gestern und gehört. So eine Viertelstunde lang. Und da erzählt jemand,
er nennt auch ein paar Quellen, die das belegen, was hier, was man vorhat bei uns im Land. Dass eben alle, die weiße Hautfarbe soll gemischt werden. Dann sind sehr, sehr viele Kämpfer, die jungen Leute sind sehr viele, Zehntausende oder Hunderttausende ausgebildete Kämpfer. Das sind diese jungen, kräftigen, alleinstehenden Männer. Die sehen alle nicht aus wie gestresste, traumatisierte, wie man es immer formuliert, Flüchtlinge. Und die haben den Auftrag, wenn es losgeht, kriegen sie das Kommando, uns zu bekämpfen, sagt er. Und er kennt jemanden vom Geheimdienst und noch hat er und begründet das auch. Und ich habe mir das zweimal angeguckt. Was, ich verstehe ja die Menschen, auch wenn ich immer schimpfe und sage, keiner will es sehen und keiner kann es glauben. Weil man ja so ein Verbrechen, so einem Plan, kann man eigentlich gar nicht glauben. Und wenn ich durch die Stadt gehe oder alles sehe und es läuft alles wie eh und je, dann denkt man, das ist eine Filmgeschichte. Verstehst du? Und da verstehe ich die Menschen, die nicht so böse denken können, dass sie dann sogar sagen, ach Heinz, du spinnst oder so. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass es genau so kommen wird. Vielleicht schon im nächsten Jahr. Das Jahr ist lang, verstehst du? Weil es kommen ja ohne Unterlass jeden Tag Tausende weiter nach Deutschland, wovon wir ja in den Medien gar nichts mehr mitkriegen. Das sparen die ja aus. Und jetzt beteiligen wir uns an einem Krieg. Da hat einer sehr richtig geschrieben, die jungen, angeblichen Syrer, die kräftigen jungen Leute, die wehrfähig sind, die kommen zu uns. Und unsere deutschen Soldaten müssen dahin, um die Kastanien aus dem Feuer zu holen. Da wird so manche Mutter ihren Sohn verlieren. Warte mal ab, was da los wird. Wenn die am Boden angreifen? Ja. Aber auch so in der Luft, wenn die nicht so hoch genug fliegen. Die schießen ab, die haben Waffen, um auch Flugzeuge abzuschießen. Unerträglich, was, weißt du, und niemand will es hören. Und die Kanzlerin, also die gehörte zwangseingewiesen in die Psychiatrie. Du darfst nichts kritisieren, sie hält fest, ja, keine Obergrenzen, wir schaffen das. Ja, wo schaffen wir das? Ich möchte die Kanzlerin mal gerne hören, heimlich, was sie ihrem Mann zu Hause sagt. Ja. Der wird doch auch sagen, Angela, ein Professor, ein Wissenschaftler, der wird auch sagen, der kennt doch die Realitäten und alles, der wird sie doch darauf ansprechen, die wird mit ihm auch Tacheles reden. Da wird sie vielleicht sagen, ich kann nichts machen. Das ist Diktat von den USA, verstehst du? Und so weiter. Aber die Menschen, naja, ich bin wieder bei meinem Lieblingsthema. Ja, Heinz, ich lasse alles auf mich zukommen. Ich denke, ich habe nur noch so ein Stück zu leben. Ist egal. Der Auftrag ist es nur, der Islam, der Auftrag ist die Weltherrschaft und das gemeinsame Ziel von denen. Das ist schon offen erklärt worden. Ihr erklärtes gemeinsames Ziel ist, der Islam die ganze Welt beherrschen. Die USA wollen das nicht, aber die wollen das. Und jetzt sind die hier, auch gesteuert mit von den USA, um alles zu destabilisieren. Das kommt, warte mal ab, wenn die erstmal kämpfen hier und dann das überfallen und das überfallen. Die sind ja rotzfrei. Das sind keine, die haben ja auch eine ganz andere Mentalität. Eine Nehmer, eine Forderungsmentalität, der Stärkere, der hat das Recht zu sagen und kann unterdrücken. Die kommen nicht und sagen, könnten wir das oder bitte das. Nein, sie verlangen das. Die sind schon so weit, dass sie zu irgendwelchen Unterkünften gefahren werden und weigern sich daher einzugehen. Da möchten sie nicht rein. Sie möchten wo mehr Menschen sind, wo mehr los ist, wo Diskotheken sind. Die stellen ja Forderungen und werden rotzfrech. Weißt du? Und das kann man ja alles im Internet sehen, wie die da am Bahnhof in Österreich oder sonst wo sind die da, oder war das noch da in der Nähe von Ungarn, da hat man die versorgt, Hunderte oder Tausende auf dem Bahnsteig sind die gekommen, die Helfer mit Sechserpack Mineralwasser und Tüten mit Proviant, das kannst du sehen, das nicht gestellt, das haben die weggeschmissen. Die ganzen Sechserpacks alles in die Gleise geschmissen, das Wasser, die Töten alle in die Gleise geschmissen. Das sind Flüchtlinge, wo unsere dummen Politiker, vornehmlich die Grünen, verstehst du,
Und dann, ja, die armen, traumatisierte Flüchtlinge. Das sind nicht welche, das sind Masseninvasoren, die uns überrollen wollen. Ne? Das muss ich essen. Die Kinder haben, die müssen doch wach werden. Und doch zumindest sagen, lasst uns gemeinsam die Stimme erheben auf der Straße. Zusammen gehen wir dorthin und fordern einen Rücktritt und eine Politikänderung im Interesse ihrer Kinder. Die müssen noch an die Zukunft lernen, aber das ist, die machen das nicht, weil sie den Lügenmedien glauben, die alles verdrehen, weißt du, und auch den Politikern glauben und die denken, jemand wie ich, der die Dinge beim Namen nennt, Rassist, Nazi, Islamfeind, Ausländerfeind, unerträglich. Und da machen sie die Leute mit mundtot, indem sie sie so diffamieren. Und der brave Bürger glaubt das. Das ist ein Nazi, da will ich nichts mit zu tun haben. Und ihre Feinde sind die Politiker und die Medien. Das sind unsere Feinde. Hm. Wir haben jetzt einen geselligen Abend, da wollen wir mal das ernste Thema beenden. Ja, besser ist das, Schatz. Hm. Ja. Jetzt sagt sie Schatz. War immer Schatz. Als sie die kleine Tüte bekam, wird sie sich gedacht haben, der Drachen. Ja, das stimmt doch gar nicht. Herr Schmidtchen, glauben Sie dem Heinz gar nicht. Der wollte mich letztes Jahr noch heiraten. Ja. Na, das ist im Internet. Und jetzt sagt er sowas. Da hat sie aber die Katze noch nicht aus dem Sack gelassen. Das macht die Dame immer erst, wenn sie den Ring am Finger hat und auf Nummer sicher ist. Dann lässt sie die Katze aus dem Sack. Vorher ist es ein schnurrendes Kätzchen und wenn sie den Ring hat, wird sie zum Vulkan und Reaktor. Ach, Schatz. Oh mein Gott, ne? Und am Tisch klopft jemand. Ich wollte sagen, irgendwo ist er doch. Bei mir an den Füßen ist okay. Ja, irgendwas. Nur wenn ich störe, sag ihr Bescheid. Nein, das stört mich nicht. Ich kann doch da an den Füßen liegen. Ja, dann ist egal. Prost, Schatz. Dann musst du dich aber nächste Woche beeilen, damit wir das Video von heute von Nikolaus sehen können. Ja, das kommt schon noch. Oder schenkst du mir das zu Weihnachten? Ich höre immer nur, was schenkst du? Verstehst du, ist ja der schrecklich, nicht wahr? Das Video vom Bauern warte ich heute noch drauf, das ist schon ein halbes Jahr her. Bestimmt, wenn ich zu Hause bin, dieses schöne, gebastelte, da hat sie bestimmt einen Zettel drin, was kriege ich zu Weihnachten? Klar. Auf das Bauernvideo warten wir schon fast über ein halbes Jahr. Bis Weihnachten ist ja noch lang. So, machen wir noch 2 Wochen, Schatz. Das kannst du dann in eine Reihe kriegen, oder? Ich werde ruckzuck bereisen. Dann bin ich außer Reichweite. Du kannst ja nur in Freiburg sein. Du sollst ja nicht sein. Gott sei Dank kann sie mich, Fabian, bei dir noch nicht erreichen. Oh, Heinz, ich glaube, da werden wir auch nie rauskriegen. Jetzt mal im Ernst. Wenn mit dir irgendwann mal was sein sollte, dann kann keiner erreichen, wenn du mal verschütt gegangen bist. Im Ernst jetzt. Wenn das da unten passiert, der Fabian wird dich schon verständigen. Du hast ja meine Telefonnummer gar nicht. Das weißt du nicht. Ja, aber wenn man, jetzt mal ohne Mist jetzt, sag ich mal. Ich hab schon zum Siegfried gesagt, wir sehen den Heinz nie wieder, wenn der mal verschollen ist. Keiner weiß, wo du bist. Ja, dann ist es halt so. Ja, ja, ja. Das schön. Ist schade, ich weiß das. Ja, toll, was du da wieder gesagt hast. aber es ist halt auch ja, so. Ja, du kannst den Fabian trotzdem mal unsere Nummer geben. Wenn mal was ist, kann der uns hier anrufen. Vielleicht hat er sie ja auch schon. Oder wäre nicht schlecht. So. Nikolaus, wollen wir mal das Licht anmachen? Dann sehe ich besser. Nikolaus. Oh. Ach, guck mal, wie süß. Guck mal. Ach, Heinz, du bist einer. Ja, das hast du schon mal eins gehabt. Guck mal, wie süße Sachen. Ja. Pack deine auch auf. Wie von einer Tüte in die andere wandert, ne? Das kann sein. Nein, hol auch auf. Der Heinz befreut sich, wenn der hat. Oh, du bist ein Lecker. Die Schokolade schmeckt mir so gut.
Hör mal, dann ist es. Aber das ist ja gar nicht deine Tüte gewesen. Welche denn? Da habe ich eine falsche. Weil ich hatte da ja auch noch Pralinen drin. Oder habe ich die dir gestern gegeben? Hier sind Nüsse drin. Ja, ja, aber ich hatte dort auch noch Pralinen drin. Und da muss ich. Nee, nee, richtig, eine Packung. Da muss ich mal schauen. Aber ich habe ja noch welche zu Hause, Pralinen. Den Nikolaus, den kenne ich. Du hast doch einen. Ich packe jetzt nicht mehr aus. Was hat er? Ah, den Nuss. Ja, ja, richtig. Und der eins. Du, was ist das denn? Nein! Hast du so eins nicht? Nee. Dann habe ich dir die falsche Tüte gegeben. Ist meine? Nein, nein. Das ist für dich, ja, ja. Nee, so eine Eule habe ich nicht, nein. Aber ich habe eigentlich ich habe in jedem eine Eule reingetan, da habe ich dir die falsche Tüte in der Eile gegeben. Ich habe diese Praline noch zu Hause. Die sind lecker da, die du da auch hast. Die sind wirklich sehr gut. Ja, siehst du. Aber doch zwei, drei. Da wird immer weniger. Ach, Heinz, das ist aber eine schöne Freude. Du machst alles, was ich gerne esse. Ja, das sind so Plätzchen ein bisschen. Habe ich so zusammen gewürfelt, so ein bisschen. Aber die ist lecker. Die habe ich mal von dir. Die ist sehr gut. Ich habe erst gedacht, als ich las Koriander. Nicht, ich gebe nichts. Aber was mache ich, wenn wir gucken? Ich habe, nenn es alles mein. Ja, wie war da mal mehr hier, ne? Nee. Ist ja nichts mehr drin bei dir. Nee. Guck mal. Aber du hast du keine Eule gehabt? Nein, und auch schon kein Nikolaus nicht, den habe ich jetzt. Dann habe ich dir verkehrte Tüte. Dann hat die die mit den Pralinen gestern. Ach, doch nicht schlimm. Ja, ich habe die Pralinen noch zu Hause. Ach, nicht so schlimm. Ne? Der Siegfried macht eh den Nikolaus nicht, den kann ich ja. Du hast ja da den Nikolaus noch mit dem Schlitten. Den, der ja. Der ist auch meiner. Ja. So sieht das aus. Und die Eule ist so. Da lasse ich lieber drin hier, die letzten Pralinen. Das sind ja keine Pralinen mehr. Ach ja, das sind ja die schönen Pralinen. Die Arbeit. Aber da habe ich die vertauscht. Weil ich habe bei dir eine Praline mit drin. So wie er die ist, Rocher. Und da habe ich nur die Nüsse drin und diese Kugeln, weißt du, von. Ja, ja. Ne? Da habe ich der Verkehrte gegeben. Mach doch nicht. Ja, ich habe die Praline habe ich noch zu Hause. Ach, Schatz. Ne? Wenn ich mal eins fahre, als deinen Schlüssel habe, dann kann ich. Oh, dann kannst du zuschlagen. Dann putze ich bei dir. Ja, ich will zu dir. Ja, 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 ja. Und wenn du denn nach Hause kommst, hast du eine Pico-Bäcke. Oh. Ne? Hör mal, sie kann die gar nicht mehr schleppen und bei dir ist alles raus. Bei mir wird die leichter. Ich will das nicht am Pack. Das ist alles gut. Oh, guck. Das war eine Scherbeile weg. Ja. Guck mal, die ist halb leer und die läuft über. Ist das immer noch an jetzt? Die ganze Zeit? Ja, sicher, jetzt. Man muss doch sehen, wie du stibitzt hast. Ne? Ja. Glaubt ihm kein Wort, dann ist alles gestumpft. Ne? Sie hat ihm die Hälfte von der Tüte gemopst. Wenigstens. Prost. Ja, Mann, Prost. Wenigstens. Ja. Na, aber ich hab das Schönste. Das ist schön. Liebe Neusser und liebe Freiburger, ich bin liebes Mädchen. Glaubt dem Onkel Heinz nichts. Schade, ihr hättet sehen müssen, wie die Claudia enttäuscht war. Sie hat von mir eine Brottüte bekommen mit einer Tafel Schokolade drin, weil sie sich eine Tüte gewünscht hat. Und die Enttäuschung war ihr anzusehen. Und die richtige Tüte hatte ich draußen im Flur deponiert. Nicht wahr? Naja.